Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Mechabellum-Video. Ich hatte das schon im Twitch-Stream angekündigt, ich wollte das Finale noch zwischen Conclusion und das Gay zeigen. Zwei deutsche Top-Spieler im Asia-Tournament vom Wochenende. Wenn ich alles richtig gemacht habe, ist heute Mittwoch, wo ihr es seht. Und heute Abend habe ich vor, ein bisschen bei Twitch, machen wir mal 20 Uhr, ein bisschen FFA zu zocken. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne dazukommen. Und also so interne Runden, dachte ich mir. Hab mir das überlegt, wie ich mal wieder reingehen möchte, was für eine Strategie. Und da könnt ihr gerne mitmachen. So, jetzt gucken wir aufs Spiel. Wir haben einmal Conclusion mit Speed SPC, mit Crawlern und Stormcallern und Skay mit Tarantulas, Crawlern und bereits geaddeten Marksman. Ah ne, er hat Marksman SPC, deswegen hat er das schon hier. Wir machen mal Fast Deployment an, damit es ein bisschen schneller geht. Das ist eigentlich ganz nett. Muss nur wieder ausmachen, damit man die Pickphase mitbekommt. Habe ich vorhin gelernt. Oder erlebt. Okay, Conclusion macht eigentlich seine Standardaufstellung. Defensive Crawler erstmal. Holt er Arclight dazu, damit er die erste Runde nicht hart verliert anscheinend. Das macht er auch recht gerne. Anscheinend, wenn er Stormcaller hat. Und es geht los. Skay hat weitere Marksmen geaddet. Warum auch immer. Der eine Arclight ist hier direkt gestorben am Marksman. Und der andere auch. Zwar von Conclusion sicherlich nicht so geplant. Aber ich bin mal gespannt, ob er sich seine Strategie durchzieht. Bisher sieht es dann noch aus. Weil dann werden hier sicherlich noch einige Einheiten verkauft werden. So, wie es spulen ein bisschen vor, damit es schneller geht. Das wird wahrscheinlich sogar Skay gewinnen, die erste Runde, oder? Die Crawler müssten das... Ah, nevermind. Geht doch an Conclusion knapp. Die Crawler retten ihn. So, alles aus. Können wir die Karte in Ruhe angucken, was kommt. In der Runde 2. Elite Mustang ist uninteressant, Extended Range auch. Elite Steelboard Electromagnetic Impact könnte man überlegen. Ist aber auch nicht mega interessant, würde ich sagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass beide was skippen. Manchmal zeigt das aber auch gar nicht an. Ich mache es einmal Fast Deployment an, werden wir merken, was sie gemacht haben. So, Skip. Hier wird auch geskippt. Und ein Crawler geaddet. Ne, zwei Crawler geaddet. Mit Beacon direkt. Und Conclusion addet erstmal Tanks hier vorne. Und hier Crawler. Okay, er will halt seine Arclight beschützen anscheinend. Okay, und die Crawler von Skay kommen jetzt hier sogar durch. Lenken einerseits die Stormcall ab, holen aber auch den Tower gleichzeitig. Also sehr guter Beacon hier. Grantler stirbt noch, was sehr wichtig war, behaupte ich mal. Aber die Marksmen werden jetzt hier einige Stormcall aufräumen. Die Runde sollte an Skay gehen, auf jeden Fall. Ja. Sagen hier ein Crawler transferiert Conclusion das. So. Was haben wir hier am Start? Sabertooth 3 Stück finde ich sehr, sehr tempting immer. Firebatch sind aber auch immer gut. Also alle drei Unshop Only Karten am Start mit Typhoons auch noch und die Phönixe. Hier werden die Firebatch genommen für Conclusion und die Typhoons für Skay. So, es ist verkauft. Das wird verkauft. Die einen Tarantula auf der falschen Seite.
Ich feiere Bachelor Level 3 in die Flanke. Bin mal gespannt, was Skate dann da hinstellen wird, um die zu kontern. Noch weitere Typhoon geholt hier. Beacon macht er gleich. Jetzt kommen die Wespen mit Anti-Ground. Ich bin mal gespannt, wie gut es jetzt hier performt, weil eigentlich die Typhoons das recht gut kontern. Er stellt es auch wieder typisch auf. Leicht hinter den Tower. Und hier leicht vor den Tower. Der Typhoon müsste hier aber eigentlich die rausnehmen, hätte ich gesagt. Dann gehen wir an die Crawler dabei und direkt das Anti-Crown hat er killt ihn einfach hoch zurück. Und damit klappt, er kriegt den Debuff und dann hat es sich gelohnt, weil die Firebatcher hier oben dann auch alles weggrillen können. Und das wäre es, glaube ich, knapp geworden. Oder knapp her zumindest. Und ein Debuff fällt jetzt auch komplett drüber, ne? Aber weg. Okay. Man debattieren, ob nicht vielleicht die Firebatcher für Skay auch besser gewesen wären, damit er die Crawler schnell los wird. Gut, du musst dir erst das Stormcrawler verkauft. Weil in dem Top Supply, ich glaube in Runde 4 muss man das auch mitnehmen, weil wenn man es nicht dann schnell finishen kann, hat man einfach so einen massiven Nachteil. Lohnt sich halt erst ab Runde 6 macht man damit plus, ne? Was kostet 2,50? Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall zu viel. Ab Runde 6 wird sich aber lohnen für ihn. Die Runde kriegt er noch nichts. Und dann die nächsten beiden schon. So. Marksman mit Shooting Squad. Er weiß wahrscheinlich auch, dass die Rays hier kommen werden. Deswegen spammt er weiter Marksman oder wie? Vielleicht will er auch mit Quick Reload die Westen auf Dauer kontern. Ich bin mal gespannt. Aber aktuell fährt es einfach alles drüber, gell? Weil der Race hier sogar sterben wird, aber die Wespen sind durch. Tower geht wieder down. Wieso sind die ganzen Marksmen hier alle? Der Debuff ausgelaufen ist. Ein Spam-Clear mehr davor. Schwierig. Der Funks Level 2 macht natürlich einen guten Job eigentlich, aber mit dem Debuff, der jetzt gleich kommen wird, werden die Wespen mit Anti-Ground ihn auch wieder killen können. Und die Wespen Level natürlich jetzt auch schön. Okay, okay. Noch ein Eco-Skill mit Junior Manufacturing. Skay nimmt den sogar. Conclusion schaltet sich dagegen. Das wird wahrscheinlich auf dem Race draufhauen. Oder auf dem Zentrum, wenn es einen edit. Er ist Speed SPC gewesen. Okay. Also Schild mutig auf dem, aber vielleicht auch ein Race. Mal gucken. Kann man beides wahrscheinlich argumentieren, dass es gut ist. Aber da jetzt hier noch keinen Sandstorm ausgibt, der genau macht das aber als Tank. Das sind aber die meisten AP 50k oder 51k. Mit den Wespen mit hier in der Mitte macht er den Beacon anders mittlerweile. Wir hätten gerade so nicht gelevelt, ne? Aber fehlt schon noch ein bisschen was. Ein Sechstel, ziemlich genau.
Das Lied gegen die ist jetzt auch nicht so mega effektiv, vielleicht hat er aber Angst, dass er vor Crawler kommen und seine Marken dann nicht auf die Dinger drauf schießen können. Oder er killt halt nur ein Viertel vom Leben, ne? 5k Schaden hält nicht so viel. Aber hier kriegt halt gar nicht aufgehalten. Ich befürchte, dass wahrscheinlich der Junior Manufacturing Specialist sich hier gar nicht mehr auszahlen wird. Weil er vielleicht schon vorher sterben wird, wenn es so weitergeht. Aber vielleicht kriegt das nochmal stabilisiert, ich weiß es nicht. Ich habe das Spiel noch nicht gesehen. Und, wobei es geht sogar halbwegs, wenn sie jetzt die Dinger schnell turnen und den Debuff nicht kriegt. Ja, leider sind die beiden Typhoons weggerannt. Die hätte er gebraucht, um die Wespen schnell zu vernichten. Hier, der Wurm ist auch noch da, der wird allein schon alles killen, glaube ich, wenn er noch 100k Leben hat ungefähr. Schaut, ob es noch zum Debuff kommt. Ja, wird noch kommen, aber bis dahin lebt nicht mehr viel von Skay. Typhoons drehen auch relativ langsam sich. Naja, egal, auf jeden Fall. Das sind. Egal, 1100 Schaden oder so. Ne, 900 eher, oder? Ach, 1000, wie auch immer. Reicht auf jeden Fall noch nicht. Noch lange nicht. Also, ein, zwei Runden wird Skay noch haben. Was kann er jetzt hier machen? Also gefühlt braucht man Shaft Clear, hat jetzt die ganzen Typhoons, aber die reichen irgendwie nicht aus. Und hat auch nichts Gescheites aktuell gegen den Sandworm. Jetzt Tank Production Line wird wahrscheinlich auf den zweiten Sandwurm gehen. Die Production Line Items generell immer sehr gut. Hier wurde jetzt Intensive Training gepickt. Wahrscheinlich auf einen Typhoon, schätze ich mal. Oder auf den Fortress. Ja, okay. Der soll den Sandwurm aufhalten. Das kriegt wahrscheinlich auch hin. Skay hat euch ein eigenes Set an Skills dabei. Das ist sehr individuell, sage ich mal. Anti-Air Barrage. Der Rest und die Fang Barrage. Der Rest unterscheidet sich komplett von mir. Ihr habt auch Full Damage quasi. Ihr könnt auch einen Double Shot haben. Dann schießt er quasi doppelt so schnell und macht. Also quasi viermal so schnell fast. Heftiger Schaden. Auch hier die Marksman mit dem Shooting Squad wirken so fast so ein bisschen wie so ein Wespen-Konter. Bin ich gespannt, ob wir noch den Quick Reload sehen. Weil die leveln halt aktuell auch noch überhaupt nicht, ne? Hier der eine hat gelevelt. Okay, die beiden auch. Jetzt kommt der Sandstorm. Ne, kommt noch nicht. Der geht recht schnell. Und der hier hat den Fortress Level 2 gekillt zusammen mit dem Wespen. Ist natürlich übel. Weil er hat ihn mit Sicherheit dahingestellt, um ihn zu killen, den Sandwurm. Und der Sandwurm wird auch überlebt. Mit relativ wenig Leben, aber er lebt noch. Und damit ist das Spiel vorbei. Okay. Einfach weggerusht. Ja, nee, also im Endeffekt hat er schon seine Strategie durchgezogen. Er hat Wespen, Sandwürmer, Race gespielt. Die Sandwürmer ganz vorne, die Rays ein bisschen weiter dahinter und die Wespen so in der Standardaufstellung, sage ich mal, also relativ defensiv. Und dazwischen immer noch ein paar Crawler. Und das hat jetzt eigentlich das gesamte Turnier durchgezogen, diese vier Einheiten. Einen Arklatierer hat er noch nicht verkauft bekommen, der sollte auch noch weg. Hier der eine Fang ist ein bisschen atypisch, aber den wird er auch nicht verkaufen. Jetzt ist hier mal Chaff vorne, das kann man gebrauchen. Generell sehr, sehr komische Zusammenstellung. Oder sehr individuelle Zusammenstellung, nennen wir es mal so. Runde 6 ist doch relativ fix, ne? Aber das Game kam halt einfach überhaupt nicht rein. Schade, ich hätte mal gerne einen Konter dafür gesehen, wie das Top-Spieler kontern. Da muss ich noch ein bisschen gedulden. Naja, wie dem auch sei. Ja, heute Abend, wie gesagt, habe ich vor, eine Runde zu streamen, FFA zu zocken mit Leuten aus der Community. Mal gucken, wer dabei ist. Würde mich freuen, wenn ihr auch dabei seid. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.